Gleich jetzt melden. Passt. Der Plan ist folgendes. Ich heiße Gerald Sender, kann man die Konsive, die es aussprechen können. Ja? Gerald. Wie Gerald, nicht Santa. Ihr habt ja vorher zum Patrick Strasser gemeint, es ist irgendwo undankbar, gleich nach dem Sven einen Vortrag zu halten. Weil der Sven ist ja ein bisschen ein Lokalstar, aber es hat auch den Vorteil, dass diejenigen, die zu faul war, rauszugehen, es mir auch noch zuhören müssen. Hat was für sich. Schauen wir uns gleich an, was wir heute machen werden. Was wir hier im Einsatz sehen, ist Slidy, ein von vielen Tools, mit denen man Webpräsentationen erstellen kann. Und die Präsentation ist jetzt in drei Teile geteilt. Nummer eins, was gibt es für Programme, warum sollten Webpräsentationen machen und wo liegen die Stärken von Webpräsentationen? Nummer zwei, was kann man zum Beispiel damit machen? Das sind nur so ein paar mögliche Ideen. Und für diejenigen, die das vielleicht auch selbst machen wollen, ein ganz kleines Getting Started. Und natürlich hier zusammenfassen. Wenn ihr müde seid, es zahlt sich noch auszuschlafen, wenn uns über 24 Minuten Zeit. Ja? Da, weil wir vorher ausgehen gerne, und da sind uns wieder wie weit sind. Das macht es leider, gibt es mit, kann man sagen, 30 Minuten, 25 Minuten. Ist für den Vortrag recht angenehm, aber wenn ich das tolle Team von der Linux da alle 5 Minuten vom Bitbasieren am Schildbuch halten, was aber auch gut ist. Gut, schauen wir weiter. Also Schritt 1, Webpräsentationen, Programm, Zweck und die Stärken davon. Programs, Purpose and Powers. Nummer 1, begonnen hat das Ganze mit Opera Show. Ich habe für Opera gearbeitet, aber bekomme nichts von Opera bezahlt, dafür, dass ich das jetzt erwähne. Aber die waren so die Ersten, die das umgesetzt haben. Ich glaube in Opera 4.0, das ist, bin mir jetzt nicht sicher, aber vielleicht war das schon bevor manch einer hier geboren war. Also es ist länger her. Was haben Sie gemacht? Sie haben den CSS Media Mode Projection implementiert. Wenn der Browser in Fullscreen geht, dann schaltet CSS um von normaler Ansicht auf Projection Ansicht. Relativ einfache Sache, aber hat diesen Nachteil, geht nur in Opera. Warum es die anderen Browsers nicht implementiert haben, keine Ahnung. Wenn man jetzt Webpräsentationen machen möchte, aber man hat keine Ahnung von HTML, CSS ist ein Fremdwort und JavaScript macht Angst, kann man Google Docs und Prezi verwenden. Sind Tools, die gewisse Vor- und Nachteile haben. Ich möchte mich nicht genauer dazu äußern. Ich stelle heute hier vor W3C Slidy, weil es viele Vorteile hat, die ich jetzt im Weiteren noch nennen werde. Eine gute Alternative wäre S3. Und weil es so viele andere Alternativen gibt, auf Wikipedia gibt es wie zu jedem Thema eine Liste von den Tools, die man da so hat. Schauen wir weiter. Wozu Slidy? Na, ich möchte gerne Multimedia Presentations machen. Wozu ihr es verwenden wollt, keine Ahnung. Es liegt an jedem selbst, wie man Präsentation hat. Ich habe es gerne, um mir selbst zu helfen. Wenn ich den roten Faden verliere, habe ich eine Präsentation. Genauso wie ich eine Präsentation mit irgendwelchen proprietären Tools machen könnte. Was Slidy zusätzlich allerdings hat, wir sind gezielt auf eine größere Audience. Im Grunde kann jeder eine Slidy-Präsentation anschauen. Ich brauche nicht ein Programm zu installieren. Das heißt, ich stelle meine Präsentation online auf einen Webserver. Und jeder kann sie anschauen. Ich brauche nicht PowerPoints installieren, ich brauche nicht einen Account auf Google, ich brauche eigentlich nichts, was non-standard ist. Und ich brauche nicht spezielle Hardware. Es reicht mir ein Android-Telefon oder irgendein Tablet oder irgendein PC, ein halbwegs standardkonformer Browser. Diese Präsentation kann ich überall anschauen, ich kann beim Handy schön weiterwischen, funktioniert alles ganz gut. Deswegen gefällt mir Slidy. Und die Stärken, die wir haben, ist, ich kann mit Slidy, was reines HTML ist, alles machen, was ich auf irgendeiner Webseite machen kann. Das heißt, ich sehe auf einer Webseite, ganz gleich, ob das eine Google-Seite ist oder eine Seite von meiner lokalen Uni, von meiner Python-User-Group oder was auch immer. Ich sehe ein Element, das mir gefällt, ich kann es in Slidy eingeben. Wunderbar. Das heißt, ich kann was zum Beispiel alles machen. Ich kann HTML5-Video, HTML5-Datenbanken, ich kann Canvas verwenden, ich kann jeden Effekt, den ich mit CSS machen kann, ich kann das ganze Skripten. Ich kann natürlich dann, wenn ich es möchte, PHP-Elemente einnehmen. Ich kann Django-Elemente mit Python einnehmen. Je nach Skill-Level. Was ich wirklich können muss, ist ein wenig HTML. Gut. Dadurch, dass es textbasiert ist, gleich wie LaTeX, kann ich Versionskontrolle machen. Finde ich, ist sicher kein Nachteil. Und habe natürlich die totale Kontrolle. Das ist jetzt für Control-Freaks ganz nett, aber ich kann einfach alles vom Web aus nutzen. Aber umso mehr ich ausnutzen möchte, umso mehr muss ich können.
irgendwo ein klarer Trade-off. Ist aber im Grunde PowerPoint nichts anderes. Kann ich PowerPoint fast gar nicht, habe ich meine Bullet Points, weißer Hintergrund, schwarze Schrift und das war's. Umso mehr ich kann, umso mehr Effekte bekomme ich. Wenn ich übrigens zu leise bin hinten, bitte Kopfschütteln, Weinen, Aufstehen, irgendwie mir mitteilen, wäre ideal. Die Limitations in meiner Sicht sind, Slidey ersetzt den Vortrag nicht. Das heißt, ich habe da eine Präsentation und die ist zum Präsentieren gedacht. Wenn ich nur die Präsentation online stelle, macht es in meinen Augen relativ wenig Sinn, wie ich Content haben, der unattended ist, das heißt einfach nur von Leuten gelesen wird, mache ich doch lieber gleich eine normale Webseite. Macht keinen Sinn, dann das Ganze in einer Präsentation zu packen, so wie manche Leute einen Witz in der PowerPoint packen, ist ja immer oder was ich so gerne ist, mein Video-Tutorial kann ich auch online stellen, macht mehr Sinn für unattended Audience. Slide ist in meinen Augen sehr gut dafür, wenn ich zum Beispiel heute euch erkläre und dann könnt ihr nachträglich nachschauen, wie hat das Ganze funktioniert, wie schaut es aus, was hat er gesagt, etc. Gut, so, was kann man damit machen? Alles Mögliche. Nummer 1, wir können die Schriftart größer und kleiner schalten. Ist sicher schon einmal gesehen worden, wenn jemand so eine Tabelle herzeigt und man kann es nicht erkennen, diese klassischen Augenkrebselemente. Ich drücke mal auf B für den Fall, dass man sich verdammt hat oder ich drücke auf S. Und es wird kleiner. Wenn man navigieren möchte, vor und zurück, C für die Contents, Table of Contents, funktioniert auch. Was kann man auch machen? Ich kann mir Hilfe anzeigen lassen, geht mit H. Die Hilfe erklärt eine Methode, wie man in Slidey navigieren kann. Kann man jetzt durchlesen, aber ich lasse das lieber für zu Hause übrig. Falls man User hatte, das nicht so ganz beherrschen, da unten in dieser Liste sieht man helfen, kann auch draufklicken und bekommt Hilfe. Also Slidey zum nur anschauen braucht man wenig Skills. Weiterklicken kann man, indem man einen Left Swipe auf dem Telefon macht oder linke Maustaste drückt oder die rechte Pfeiltaste Page Down, eigentlich so wie in allen anderen Präsentationen. Was können wir machen? Wir können, ich gehe mal zurück, wir können Incremental Display machen. Also ich kann einen Punkt nach dem anderen anzeigen. Gleich wie in den meisten anderen Präsentationstools. Was mir ganz gut gefällt, erfordert aber meistens einen zu besseren Presenter, kann Details verstecken, so wie in diesem Fall hier, und Details nur dann herstecken, wenn eine Frage kommt. Das heißt, ich brauche nicht irgendwelche Backup-Slides am Ende dran zu fügen, sondern ich habe meine Kernpunkte und wenn irgendwer eine Detailfrage hat, kann ich es einblenden. Was können wir noch machen? So, mal schauen, ob ich da irgendwie noch weiterklicken kann. Es gibt Print-Style-Sheets für Handouts. Für Leute, die gerne noch Papier in Händen halten, ich drücke STRG B und das Ganze wird ausgedrückt und schaut relativ gescheit aus. Kann man natürlich mit dem Style-Sheet dann so einstellen, wie man möchte. So, wird das mit dem Maus hoffentlich wieder aktiv werden. Gut. Dann... Wie bitte? Zeige ich am Ende, wenn es recht ist? Ganz einfach, der Computer ist 5 Jahre alt, war damals ein billiges Auslaufmodell, die Präsentation ist lang und wenn ich auf Print drücke, dann macht er... Ich zeige es am Ende mit einer dreiseitigen oder so Präsentation. Ist das okay? Gut. Incremental Images, das heißt so Bilder, die sich aufbauen und Effekte zeigen, Videos kann man anzeigen, aber das schauen wir uns sozusagen jetzt im Laufe an. HTML5 habe ich versprochen, External Content, sobald ich irgendein Präsentationsprogramm habe, à la PowerPoint und dergleichen, sobald ich einen Link habe, bin ich aus dem Programm raus, muss ich wieder zurück rein, muss ich wieder aus dem Programm raus und zurück rein. Das geht natürlich im Slidey relativ schick. Gut. Und Scripting Languages kann man verwenden und. So, Nummer 1, ich kann Bilder einbauen. Hier ist ein Bild. Kann ich empfehlen, ist ein nutziger Bildwert. Ich werde nicht vorlesen. Gibt es hier nicht Ingenieure? Das Bild hat ein Problem. Das Bild hat Copyright. Ich dürfte das nicht auf meinen Webserver stellen. Wie es mir liegt, das weiß ich nicht. Was mache ich jetzt leider? Ich mache 2 Zeilen PHP. Wenn ich auf Localhost bin, zeigt das Bild. Wenn ich nicht auf Localhost bin, ich hoffe, dass mir jetzt von den Lokalen hier keine Anklagen wird wegen dem Anzeigen des Zielwertbilds. Wenn ich nicht auf Localhost bin, dann zeige ich ein anderes Bild, bei dem ich mir sicher bin, keine Probleme zu bekommen. Gut. Hier ein Bild, das ist unrelated aus meiner Forschung auf der Uni. Das ist Bild vorher, Bild nachher. Also ich kann schön inkrementelle Bilder auch darstellen. Hier bei der Trick mit 32, ich bin jetzt auf Seite Nummer 10. Wenn ich auf Seite Nummer 11 gehen sollte, hier gehen wir auf Seite Nummer 11,
habe ich sozusagen mehr Folien. Will ich nicht mehr Folien machen, kann ich den gleichen Trick auch auf einer Folie machen. Jetzt bin ich auf Slide 12 und bleibe auf Slide 12 und die Bilder kommen Schritt für Schritt dazu. Solche Details bitte am Ende, die Präsentation ist dann online, einfach Steuerung U im Lieblingsbrowser, man sieht den Source, dann seht ihr gleich, wie es funktioniert. Gut, mathematische Formeln, irgendwie tut mein Presenter gar nicht, was er soll. Versuchen wir es so. Enable Mausklick Advanced, das hilft. Also Slide lässt sich auch weiter konfigurieren, ob ich mit Mausklick weiterschalten möchte. Mathematische Formeln, schauen wir mal, ob sie richtig angezeigt werden. So, ein Glück, hier haben wir ein bisschen LaTeX. Das ist direkt in der LaTeX-Formelsyntax eingeschrieben, funktioniert auch. Ich kann natürlich da herunterscrollen, falls es sich nicht auf einer Folie ausgeht. Das sind simple Formeln, das ist kein Problem. Wie schaut es aus mit komplizierten Formeln? Schauen wir mal, da haben wir ein bisschen kompliziertere Formeln, ein mathematisches Modell. Ich kann reinschreiben, was ich möchte. Kein Problem, ich habe die volle Kraft des Webs, verwende MathChecks verwendet LaTeX-Syntax und kann das ganz genau so, wie man es in LaTeX reinschreibt, auch in diese Präsentation reinnehmen. Das heißt, mit Mathematik haben wir kein Problem. Wenn man Bibliografie haben möchte, das ist jetzt irgendein Lipstyle, den ich hier vorzeige. Ich kann natürlich dann Werke zitieren und Links verwenden, dafür gibt es JavaScript-Bibliotheken. Ist nicht ganz speziell interessant. So, Prettify für Source Code. Das ist jetzt Source Code Beispiel, das ist direkt in der Präsentation reingeschrieben. Und ich sage dem Tool Prettify, ist eine JavaScript-Bibliothek von Google, die Syntax-Highlighting auf eine Handvoll Sprachen macht. Das ist Python, bitte mach Syntax-Highlighting. Also Codebeispiele kann man relativ nett inkludieren, ohne sich da irgendwie manuell was antun zu müssen. Aber es ist natürlich nett, wenn man die Codebeispiele extern halten kann. In diesem Fall ist es ein Codebeispiel, das in einer externen Python-Datei ist, die einfach von PHP ausgelesen und angezeigt wird. Vorteil ist, ich kann die Datei ausführen, schauen, ob sie funktioniert. Ich kann sie checken mit PHP 8, mit PyChecker etc. Und External Content, das ist ja jetzt noch interne. Wie schaut es aus, wenn ich externe gehe? Ich mache hier einen Klick drauf. Jetzt wird dieser Content in Python Tilde übergeben und ich kann den Content also schrittweise ausführen. Hier ist meine Python-Funktion. Im Global Stack Frame habe ich eine Funktion Interest. Die Funktion Interest, was macht sie? Rufen wir sie mal auf. Mit den Argumenten 100 und 0,03. Kapital wird auf 100 gesetzt, Grad auf 0,03. Da kann ich sozusagen, dass ich unterrichte zum Beispiel Python auf der Uni. Da kommt man dazu und kann dann schnell erklären, so funktioniert das. Da wird was berechnet, dann kommt ein Return Value und hier wird er ausgedruckt. Dann führe ich es nochmal aus, etc. Das ist jetzt extern zur Präsentation, aber man merkt nicht wirklich, dass ich die Präsentation verlassen habe. Zumindest nicht auffällig und störend. Ich gehe zurück zu meiner Präsentation. Der Counter zählt weiter. Ich habe vorher versehentlich neu geladen, deswegen sind wir mit der Zeit nicht ganz richtig. Wie schaut es aus mit Videotutorials? Verschiedene Möglichkeiten. Ich kann natürlich ein Videotutorial ganz normal extern mieten und herzeigen. Das ist die simple Möglichkeit. Ich kann natürlich auch Videos intern zeigen. Kommt dann gleich. Aber schauen wir mal mehr externe Content an. In meinem Fall, das ist jetzt nur, weil ich gerade Python unterrichte, wenn jemand Java herzeigen möchte oder physikalische Simulation, man nimmt halt, was man braucht. Für den Fall von Python gibt es ein Tool von Python Anywhere, eine Python-Konsole, die im Browser läuft. Damit kann sozusagen jeder, der die Präsentation anschaut, auch Beispiele ausprobieren. Ich sage jetzt einfach einmal kurz print hello, direkt im Browser funktioniert ja ganz nett. Die Konsole, muss ich sagen, danke an Python Anywhere, die haben sie mit Python 3 zur Verfügung gestellt, weil ich ihnen eine E-Mail geschickt habe, gemeint habe, ich bräuchte bitte eine Python 3 Konsole anonym. Und da war sie. Gut, machen wir den Tab zu. Vielleicht schaffe ich es heute noch. So, das ist aber irgendwie eklig, weil es ist trotzdem außerhalb der Präsentation. Ich kann es natürlich auch in die Präsentation hineinladen. Kein Problem, es ist ja das Web gibt uns viele Möglichkeiten. Das heißt, ich kann auch hier direkt in meiner Präsentation meine Python-Konsole unterbringen und meine Beispiele zeigen, wenn ich das möchte. Machen wir die, einmal zu weit, die Konsole zu, einmal zu weit. Hier haben wir ein Beispiel, das ist ein bisschen klein geraten, was wollen wir machen? Drücken wir mal auf, das ist der Click Advanced, normal habe ich ihn deaktiviert, das macht er nicht größer, wurscht. So, ich habe hier eine Formel mathematisch, ja? Das ist Enderbot, oder? Moment kurz, ich muss meine Typing Break ausschalten. Ich habe seit mittlerweile 5 Jahren fast Schmerzen beim Tippen, deswegen diese Typing Breaks. Die helfen ein klein wenig.
Also ich habe eine Funktion und Parameter dazu. Ich klicke jetzt auf Plot. Die Funktion wird live gezeichnet. Hier steht zum Beispiel plus 85 und x minus 7. Versuche mal irgendwelche anderen Parameter. Nehmen wir plus 30 und hier nehmen wir statt minus 7 minus 9. Und ich sage wieder Plot. Und jetzt zeichne ich eine andere Funktion und mache den ganzen Text schön dazu. Dazu läuft in dem Fall im Hintergrund Django. Ich kann machen, was ich möchte. Sobald ich extern gehe, ich kann ja von jeder Webseite jedes Feature verwenden. Gut, ich kann natürlich auch Filme direkt introduzieren, das heißt Filme innerhalb von meinem Browserfenster laufen lassen. Hier haben wir Big Bug Bunny, das ist als HTML5 jetzt inkludiert. Ist der Film bekannt? Kann man googeln, gefällt wunderbar. Kann ich empfehlen, also ich finde ihn lustig. So, schaut man wieder aus, damit man nicht weiter weggeht. Wirklich nett ist natürlich. Danke, Hotspot. So. Machen wir das halt, dem Hotspot zuliebe. Das war PW Fragezeichen. Danke herzlich. Ich kann es nicht auswendig. 8278. 78. Das war okay. 409. Remember Password, yes. So, jetzt sage ich zweimal Danke, weil der hat mich schon wieder rausgeschmissen aus meiner Präsentation noch. So. Halt noch bitte Danke. Komm online. So. Es wäre keine richtige Präsentation, wenn es ganz ohne technische Probleme ginge. So, Enable Mask Click Advance, nächste Slide, F11. So, versprochen HTML5. Man kann intern machen, was man möchte. Ich unterrichte zum Beispiel nicht Physik, aber wenn man Physik unterrichtet, kann man ganz tolle Simulationen mit Canvas machen. Was mache ich? Ich mache nichts, weil ich Canvas brauche. Also, ein Spiel, falls mir bei der Präsentation fad wird, kann ich auf einer Slide helfen abschießen. Eine Möglichkeit. Machen wir das zu. Und gehen wir wieder weiter. Warum? Moment, für den Sven. So, und... Oh. Okay. Also, man kann so manches einbauen in die Slides. Ich glaube, der Punkt ist rübergekommen, die Möglichkeiten sind relativ groß. How to get started. Halbzeit, wirklich? Perfekt. Was? Geht sich dann sogar noch aus bis zum Ende. Was ist Slidey und wo kommt es her? Es kommt von einer One-Man-Show, der Typ heißt Dave Raggett und das Tool wird eben von ihm geschrieben und von ihm gewartet. Er arbeitet für das Web Consortium und die Präsentation, klicken wir es mal kurz an, die Slidey erklärt, schaut so aus, kann man sich durchschauen, da stehen die Tastenkürzen und er schreibt alles mögliche HTML, das kopiert man raus und das macht das und das macht das. Also er erklärt relativ hübsch, was man so mit Slidey machen kann. Und das ist eigentlich die einzige wirkliche Referenz, die man da so hat zu Slidey. Kann ich empfehlen anzuschauen. Das ist, als ich Slidey gelernt habe, habe ich mir gedacht, das darf ein Wahr sein. Irgendwo muss da eine Webseite sein. Er macht genau das, was ich für nicht ideal halte. Er macht eine Präsentation statt einer Seite für Unattended Reading. Aber klar, er stellt sein Tool vor. Also das ist so die Nummer 1 Ressource. Nummer 2 ist, kann ich auch empfehlen, schaut den Source Code von meiner Präsentation an. Die Tricks, die ihr halt haben möchtet. Oder von irgendwelchen sonstigen Webseiten. Das nächste ist, check out the video tutorial. Die Präsentation ist fertig geworden vor 25 Minuten. Leider, das Video Tutorial wird nachgereicht. Also ein, wie mache ich Slidey Präsentation, ein Video Tutorial kommt und wird hier natürlich auch verlinkt. Das nächste ist, configure your text editor. Sven kann ein Lied davon singen, ein guter Texteditor, der gut konfiguriert ist, erspart uns Arbeit, alles was uns Arbeit erspart, ist unser Freund. Und bei Slidey habe ich, bitte. Sie, du, wenn es nicht stört. Ich verwende Kate, warum? Ich habe Emacs verwendet, ein bisschen VI war ich nicht klug genug. Emacs war wunderbar, aber ich glaube, dass die Schmerzen nicht beim Tippen hat, teilweise vom Emacs-Control und so weiter kommen. Keys ummappen,
ist nicht so schwer, aber irgendwie habe ich mich auch nie geschert, das dann zu machen. Im Endeffekt bin ich zu Kate gegangen, das ist der Standard-Editor von KDE und die Community ist soweit offen, weil als Nerd will man natürlich sich einbringen in seine Tools und ich möchte haben, dass die Dinge, die ich in meinen Tools ändere, nicht auf meinem System sind, weil ich bin zu faul, meine Habits zu ändern und jedes System neu einzurichten. Also wollte ich einen Editor haben, zu dem ich committen kann und bei Kate ist es so, wenn man ein paar Ideen hat, ein paar Bugs anbietet, dann sagen sie, hey, willst du nicht mitarbeiten an KDE, du kriegst Commit-Rechte auf unsere Git-Server und man kann seine Ideen raufpushen und dann funktioniert das so, wie man haben möchte. Aber ich sage jetzt nicht, dass Kate besser, schlechter, wie auch immer das andere ist. Es ist ein sehr guter Editor. Und jetzt hier das Essentielle ist, download a template. Laden wir diese Template nochmal runter. Save File. Und ich gehe hier zu meinem Downloads-Ordner. Das kann natürlich jeder für sich selbst. Extract, Archive hier. Und diese Template ist ein kleines Verzeichnis. Okay, ein Klick drauf. Und eben hier ist LidiPresentation.html. Ich klicke mal drauf. Ich habe hier das Default Layout von Dave Reggett gelassen. Und das ist eine ganz, ganz, ganz kurze Präsentation. Presentation Title und ein paar Punkte. Nicht mehr mehr. Jetzt werde ich das Drucken machen, was vorher gefragt wurde. STRG-P, Print to File. Ich drucke in die Datei Delmi. Ist das recht? So, Print. Already exists. Ich habe es ausprobiert, kurz davor noch. Es geht ja immer ein bisschen was schief. Vermutlich ist jetzt auch noch irgendwas. Schauen wir gleich, was wir da haben. Da haben wir eine Tell-Me-PDF. Wie es ganz genau ausschauen soll, liegt natürlich an einem selbst, wie man die Print-Style-Sheets gestaltet. Das ist jetzt der Default. Gehen wir zu einer Slide. Die Slide hat hier Inhalt und extra Text für ein Handout, der in der Präsentation selbst nicht angezeigt wird. Aber schauen wir uns doch diese Präsentation an, wie man mit dieser ein wenig arbeiten kann. Ich mache jetzt ein Open with Kate. So. Und zeigen wir das ein bisschen größer an. Auf den ersten Blick für den HTML-Neuling ist das ein bisschen eine Ratsche ins Gesicht in meinen Augen. Deswegen, ihr könnt suchen, STRG F in Großbuchstaben To-Do. Alles, was in To-Do ist, ist dort, wo ihr was eintragen solltet. Ja? Hier steht To-Do your title. Also tragen wir zum Beispiel nochmal ein. My first slidey presentation. Gut. Schauen wir uns den Effekt an. Ich schalte das Vollbild aus. F5. Und da oben steht My first slidey presentation. Okay. Was ist das nächste, was wir machen müssen? In meinem Editor drücke ich auf F3. Hier steht To do presentations title. Machen wir das gleiche wie oben. Hop. My first. Machen wir das vielleicht capitalized nach. Slidey Presentation, das war, ich glaube, so, genau, capitalized. Hier das nächste To-Do ist Your Name. Hauptschwierigkeit ist natürlich, dass man den nicht vergisst. So, in meinem Fall auch das Tippen, Gerald SDG und E-Mail-Adresse. Ich kann natürlich die E-Mail-Adresse verlinken, man kann ziemlich genau machen, was man möchte damit. So, da habe ich irgendwas falsch drin gelassen. Und eine E-Mail-Adresse dazu. Gerald@sanaclo.eu. Speichern wir und schauen wir uns das Ganze an. My first slidey presentation und drunter steht, F11 groß machen, der Name. Da habe ich einen Haken hinten weggelöscht. GT, so. Und hit space or swipe left for next slide. Wunderbar. Jetzt können wir diese Sample Slide uns anschauen im Source. Da wird es schon um einiges leichter. Jede Slide beginnt mit einem div-class-slide und jede Slide hat ein Header 1, der die Überschrift für die Slide ist und gleichzeitig der Text zur Navigation. Das heißt, hier haben wir das Sample-Slide, der Text kommt aus dem Header 1. Dann haben wir eine ganz normale unordered list mit ein paar Listen-Elementen, die schön angezeigt wird. Danke herzlich. Was haben wir für Listen-Elemente hier drinnen? Wir haben First, Second und Third Bullet Point. Damit das Ganze schrittweise angezeigt wird, brauche ich die Klasse Incremental. Wird mir von Slidey zur Verfügung gestellt. Ich gebe es kurz raus, schaue, was passiert, laden wir das Ganze neu. Letzte Slide, nächste Slide, jetzt ist alles gleich da. Ich habe sozusagen nicht das schrittweise weitergehen. Ich gebe das Incremental wieder rein. Das nächste ist, was macht das Outline? Outline macht, dass die Unterbrüche
Listen direkt angezeigt werden. Will ich aber Unterlisten sozusagen nur on demand anzeigen, brauche ich die Outline-Klasse dazu, mache F5 und kann auf den Punkt draufklicken und es fährt hinaus. Hinaus. Okay? Gut. Wie kann ich jetzt eine neue Slide hinzufügen? Oder zuerst noch ein Handout-Text? Ein Div direkt nach der Slide mit Class Handout ist jener Text, der nur auf dem Ausdruck dann erscheint. Das ist sozusagen wieder zur Frage des Druckens, die wir vorher gesehen haben. Und hier zu Do Add New Slides hier, das ist sozusagen das letzte To-Do, da kann man eigene einfügen. Und da, jeder Editor hat seine Stärken und Schwächen, ich schreibe halt jetzt einmal Slide und er macht mir einfach mit Snippets Slide, kann jeder, kann Emacs, kann VI, jeder, der ein bisschen was kann, dann brauche ich nicht zu viel tippen. A New Slide. Gehen wir das vielleicht noch capitalisen. Und dann machen wir noch eine Unordered List mit 3 Elementen. Sandcoding ist vermutlich auch bekannt, damit man nicht so viel tippen muss. Klar, also das, was ich sozusagen normal im Web mache, mache ich halt jetzt mit Slidey.js und Slidey.css oben im Header drinnen. Und sage halt mal hier First Bullet und gehen wir den kopieren, machen daraus ein Second und dann machen wir vielleicht gleich ein Third und haben eine total interessante Slidey-Präsentation erstellt. Ein New Slide mit 3 Bullets. Okay? Der Start, wie man hoffentlich sehen kann, ist nicht ganz schwer. Das war natürlich jetzt so auf 5 Minuten zusammengedrückt, aber bitte mit der Präsentation von Dave Raggett, die online ist. Einfach in Google eingeben, Slidey. Ist nicht wirklich schwer. Ich mache es kurz, ich bin in einem Browser, S-L-I-D-Y, Enter. Warten. Und hier kommt der Talk. Also solange man sich erinnern kann, wie das Tool heißt, findet man die Anleitung, wie man Präsentationen dazu macht. Und auch, wie es der Sven, es muss immer die Standing on the Shoulders of Giants, Linux-Tage.at, das Programm. Wenn man vergessen hat, wo der Link ist oder meinen Link nicht finden kann, suchen wir hier den Talk. Bei dem Talk bitte hinten nach unbedingt wieder Feedback abgeben, Verbesserungsvorschläge. Was soll ich nächstes Jahr in einem komplett anderen Talk mit reinnehmen, soll ich lauter reden, langsamer reden, was auch immer ihr euch wünscht, bitte unbedingt das Feedback abgeben. Und hier wird dann auch, soweit ich weiß, irgendwo dann der Link erscheinen zu der Präsentation selbst. Falls das nicht zu finden ist, mein Spitzname von Senaclan ist Santa Claus, so leicht zu merken. Und alle Kinder wissen, Santa Claus heißt kurz auch Santa, find-santa.eu. Und dann drückt man auf Presentations und bei den Präsentationen wird es dann hier ein Slidey geben, sobald es auf dem Server gepoolt ist. Gut. Schon wieder? So, es geht hier aus. So, also eine kurze Summary. Mit Slidey kann ich Webpräsentationen erstellen. Irgendwie wird es mehr oder weniger die Zeit. Ich hatte nur 30 Minuten, das wisst ihr. Was? Ich habe mir ganz. Also ich habe versucht, für jetzt fertig zu werden. 17:45. Wirklich? Ja. Peinlich. Also ich habe die Präsentation auf 30 Minuten zusammengequetscht, aber ich kann nachher dafür mehr Fragen beantworten. Also mit Slidey kann ich alles machen, was ich mit einer Webseite machen könnte oder wollte, aber umso mehr ich machen will, umso mehr Fähigkeiten brauche ich. Und mindestens grundlegendes HTML, das heißt Div mit Class und Unordered List und List Items. Damit kann ich so mal grundlegende Präsentationen bauen. Also zum Beispiel, ich versuche jetzt nicht andere Berufsgruppen zu nennen konkret. Manche Leute tun sich schwerer mit Text-Only, aber mit diesen paar kommt man schon ganz weit. Was bleibt noch zu tun? Nummer 1 für euch, ausprobieren. Unbedingt. Einfach online gehen, macht es. Es ist einfach. Und irgendwann hat man dann so einen Wulst an Extra-Code drumherum geschrieben und glaubt, das könnte nützlich sein für andere. Improve it if needed. Ich weiß nicht genau, was Dave Raggett alles reinnimmt und was nicht. Bei mir hat es recht gut funktioniert. Er hatte einen kleinen Bug, so wie fast jeder von uns vermutlich da und dort mal Bugs hat in der neuesten Version. Es hat was nicht mehr richtig angezeigt. Was macht man? Man schaut sich sein Slide an. Das sind, ich glaube, 600 Zeilen JavaScript-Code, also nicht irgendwie kompliziert und lang. Schaut das kurz durch, findet den Bug, schickt ihn. Lieber Dave, du hast einen kleinen Bug. Hier ist ein Div, der den Bug fixt. Innerhalb von 24 Stunden war das Ganze online. Also er ist relativ flott auch. Und wenn ihr Ideen habt,
zum Beispiel eine Studentengruppe von Keith Andrews, hat mich darauf aufmerksam. Kennt jemand Keith Andrews? Für die, die ihn vielleicht gesehen haben heute, schaut aus wie Rübezahl, nur größer, hat immer ein Guinness-T-Shirt an und unterrichtet auf der TU Graz. Sehr, sehr, sehr interessante Human-Computer-Interaction-Kurse. In Graz gibt es auch eine Gruppe, die Slidy erweitert hat. Das wollte ich und sollte ich natürlich erwähnen. Also einfach improven im Fall der Fälle sonst forken. Gut, Fragen. Ich habe es jetzt eben kurz gehalten, weil ich dachte, ich hätte nur eine halbe Stunde. Glaube ich euch. Aber der Fehler liegt total bei mir. Dafür haben wir jetzt ausnahmsweise Zeit für Fragen. Und für diejenigen, die zu schüchtern sind für Fragen oder die sich nicht trauen, Feedback in ein großes System einzutragen, hier meine Mailadresse, das ist ein Link, ein Klick drauf, bitte ein Mail an mich. Also wenn das Feedback, das traue ich mich fauler, mache ich vor allem meinen Studenten, die trauen sich manchmal nicht, das zu sagen, dann einfach mit einem anonymous Mail an mir schicken, kein Problem. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und los geht's mit Dingen, die ihr vielleicht wissen wollt. Sonst Bier trinken, bitte, danke. Wie aufwendig ist es, diese wunderhübschen Drop Shadows und die Rounded Rectangles für deine Boxen da im CSS einzutragen? Die habe ich gestohlen, so wie so vieles. Die Idee, jeder, der LaTeX immer kennt, kennt vermutlich diese Drop Shadows. Ich habe es so gemacht, kann man vielleicht ganz kurz erledigen, machen wir es ein bisschen kleiner, den Browser. Es ist gar nicht aufwendig, vom Source her zeige ich sofort und vom HTML her, vom CSS ist es auch nicht sehr aufwendig. Und danke für das schöne Kommentar. So, ich habe ein diff-class-block definiert, weil es in dem LaTeX-Tool, also in Beamer heißt das Ganze auch Block, und in dem Block habe ich einen Title. Der Title ist das, was oben drin steht. Und dann ist, was auch immer in diesem Block drinnen sein soll. Ein Bild, eine Liste, was auch immer. Das heißt, ich habe im Source diff-class-block und einen diff-class-title. Mehr ist es nicht vom Schreiben der täglichen Präsentation. Wie macht man das Ganze im Style? Schauen wir uns vielleicht direkt die Style-Files dazu an. Die sind etwas länger und die sind ein totaler Hack. Meistens, wenn ich was Neues brauche, ist das irgendwo eine Stunde vor einer Präsentation und dann schreibt man schnell rein und schreibt ein To-Do, mach schöner. Kennt das eh. So, öffnen wir das Ganze. Repositories, eine kleine Uhr, Styles. So. Und dann schauen wir Block. So. Hier haben wir die Klasse Block definiert. Machen wir das größer. Es ist CSS 3 mittlerweile schon so gut unterstützt. Ein Rahmen dazu, ein Block Shadow. Das ist so im Großen und Ganzen einmal. Und dann haben wir noch irgendwo die Round Corners, die wir schon mal definiert haben. Also der Box Shadow macht die Schatten. Das ist der Ausschnitt, den man hier sieht. Das, was im Title steht, Block Title, macht den Titel dazu. Das ist sozusagen andere Vordergrundfarbe, andere Hintergrundfarbe. Und dann muss ich noch mal kurz schauen, Round, wie ist das? Ach Gott, schauen wir einfach dort nach, ist leichter. Background Color. Irgendwo ist es natürlich definiert, dass alles rund sein soll. Border Radius. Ich such's nur, finde ich es da. Border Top Left Radius und Border Top Right Radius. Das war's. Also de facto sind es einmal ca. 8 bis 10 Zeilen CSS. Und dann in der Präsentation ein diff-class-block, diff-class-title. Also eigentlich, ich würde sagen, 5 Minuten, wo man weiß, was man tut. 50 Minuten für mich beim allerersten Mal. Ja, aber die habe ich so Box-Shadows vor einem Jahr circa und seither verwende ich es nur. Macht es natürlich leicht, weil de facto, wenn ich eine neue Präsentation mache, nehme ich einfach die letzte, die ich gerade erstellt habe, kopiere die komplette Präsentation. Bei mir sind es halt PHP-Files, aber es könnte ja auch HTML sein, ist vielleicht egal. Und schmeiße einfach das, was drinnen ist, in einen Kommentar rein und orientiere mich an dem, was gerade da war. Das heißt, am Schreiben geht es relativ leicht. Gibt es sonst noch Fragen? Ist das beantwortet damit soweit? Okay. Bitte. Kennst du Pandoc? Nein.
Das wird jetzt geöffnet. Ja. Kennst du Markdown? Ja. Texte und Schreiben in leichter Auszeichnung und dann kann man es konvertieren in etwas Format. Und Pandoc ist das Tool, mit dem man das machen kann. Kann auch Slidy. Und jetzt wollte ich dich erfahren, ob du das schon probiert hast und wie das Ergebnis ist und wie schwierig es ist, das nachher so zu verarbeiten, Weg zu bearbeiten, was daraus kommt. Dass es halt ein bisschen stylischer aussieht, dass man das mit Vorlagen hinkriegt. Es ist halt die Frage, wie viele Extras man haben möchte. Nachdem ich es nicht verwendet habe, kann ich jetzt sicherlich keine authoritative Answer geben, aber es ist für mich so, dass ich mit Zencoding HTML ziemlich flott schreiben kann. Ich muss den Content sowieso immer ausschreiben, ganz gleich, ob ich Markdown oder Restructured Text oder welches Format auch immer nehme. Den Content muss ich tippen und sobald ich Zencoding anwende, brauche ich relativ wenig Markup schreiben. Und den Rest macht mir sozusagen ohnehin der Editor mit Snippets etc. Daher mache ich es direkt so und habe es mir nicht anders angeeignet. Die einfachen Dinge sollten kein Problem sein. Wenn ich jetzt was Besonderes haben will, also ich habe bei mir zum Beispiel dabei PHP-Funktionen eingebaut, die Knöpfchen machen, schauen wir uns zum Beispiel kurz an, was ist PHP. Das Open Terminal, das sind ein paar Zeilen PHP, weil ich es nicht immer wieder tippen will, sage ich PHP Terminal Button, Klammer, Klammer, Strichpunkt, Ende PHP. Das sind halt ein paar Zeilen mehr Source. Damit werden wir vermutlich nicht direkt klarkommen. Aber für eine Grundpräsentation soll es kein Problem sein. Und dann kann man es eben ergänzen. Aber wie gesagt, Geschmackssache. Ich mache das, was andere mit Konvertern verwenden, einfach mit Erweiterungen vom Texteditor, das Tippen sparen. Sonst Fragen? Bitte. Hast du Erfahrungen mit anderen Präsentationsframeworks, die auf JavaScript und HTML aufsetzen? Also, Link.js oder Link.js oder wenig surprising habe ich natürlich mit Opera Show gewisse Erfahrungen. Funktioniert auch ganz toll, ist in meinen Augen sogar einfacher. Nur, solange nicht die anderen den Media Mode Protection implementiert haben, also Chromium, Firefox etc., kann ich es nicht sinnvoll verwenden. Ich habe mir S5 kurz angeschaut von Eric Meyer, kann ziemlich genau das gleiche wie Slidy. Mir kommt vor, dass Slidy etwas aktiver entwickelt wird, vor allem was Touchscreens angeht, also Telefone etc. Mir war die Möglichkeit, das überall anzuschauen, wichtiger. Ich habe mir dann 2, 3 HTML5-basierte Slideshows angeschaut, die online stehen, war bei keiner von denen wirklich glücklich von den Fähigkeiten. Also was mir beim Slidy so gut gefällt, dass eben S5 auch hat, ist das Incremental Display und die Outlines. Das sind sozusagen Core Functionality und die habe ich selten wo richtig klasse gefunden. Andere haben dafür halt diese schicken Übergangseffekte von Slide zu Slide. Mir kam vor, dass ich sie ein bisschen weniger personalisieren konnte. Aber es ist halt der klassische Login. Wenn ich mein Leben lang ein Produkt benutzt habe von einem bösen Vendor, komme ich ganz schwer daraus. Slidy ist kein böser Vendor, es ist Open Source, die Updates funktionieren. Wenn man contributen will, schreibt man Dave eine Nachricht und er nimmt es mit guter Chance rein, wenn es sinnvoll ist. Also ich habe einfach keinen Sinn oder keinen größeren Nutzen darin gefunden. Also ich habe mir die anderen Tools angeschaut und gesagt, das ist auch nett, aber ich habe sie nicht als so viel besser gefunden, dass es den Lernaufwand wert gewesen wäre. Ich glaube, wir haben noch einmal 5 Minuten für Fragen. Bitte. Du hast zwar schon erwähnt, das funktioniert in den gängigen Browsern, aber... Ich weiß nicht, ob es in allen gängigen geht. Also es gibt einen, den teste ich nicht. Den will ich auch nicht beim Namen nennen. Okay, ja, verstehe ich. Ich auch nicht. Aber die Frage wäre gewesen, gibt es Slidy an, wie cross-browserfähig sie sind? Garantieren sie, dass es in dem aktuellsten Firefox etc. funktioniert? Slidy ist da sehr, sehr, sehr gut. Man kann sich den Slidy-Source anschauen, sowohl im CSS als auch im JavaScript. Es steht so jede 5. Zeile, dieser Hack macht, dass es mit dem blauen E-Version 6.0 geht. Dieser Hack macht, dass es mit dem blauen E-Version 5.5 geht. Dieser Hack macht und so weiter und so fort. Für alle anderen Browser geht eh alles. Aber es sind einige Cross-Browser-Unterstützungen. Ich kann auch noch kurz da hier versuchen, das zu zeigen. Schon mal kurz. So. Das ist so ein bisschen der Härtetest für mich, was Browser-Unterstützung angeht. So, E-Links, Rotus, E-Links, Ctrl-Shift-V, Hup, machen wir das Ganze größer.
Slidey. Also in dem Browser geht es einiges. Die Bilder gehen nicht, weil es ein Text-Only-Browser ist. Das sieht man, das sind diese Incremental Images etc. Aber ich kann meinen Grundcontent sehen. Hier sehe ich auch, das ist wirklich nur ein Update-Syntax. Da fehlt jetzt natürlich die Live-Checks. JavaScript, die mich mit unterstützt wird. Aber den Content kann ich auch mit einem Text-Mode-Browser anschauen. Den Content, ich habe es mit meinem Handy getestet, der stürzt halt ab bei größeren Präsentationen, weil es auch schon lang, so 3,5 Jahre alt ist oder so. Ja, ich glaube 3,5 Jahre. Aber grundsätzlich kann ich im Wesentlichen es zumindest überall den Inhalt mir anschauen. Das heißt, die Graceful Degradation vom Webdesign habe ich. Es kann jeder das meiste anschauen. Klar, ich meine, JavaScript-basierte Erweiterungen kann man nur mit einem JavaScript-Browser anschauen. Bilder nur mit einem Browser, der auch Bilder anschauen kann. Da das komplizierte Modell ist, ist einfach nur LaTeX-Code, so wie er ist, reingeschrieben. Zeigt er halt so an. Das sind jetzt die diversesten Erweiterungen. Da habe ich dann die Source-Code-Beispiele etc. etc. Also Browser-Kompatibilität ist mit Slidey in meinen Augen eine klare Stärke. Ist sicher mit S5 genauso gut. Noch etwas. Alles klar, das ist mir noch nie passiert. Wunderbar, vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und genießt die restlichen Linux-Tage. Danke.